Heute ist Sonntag, der 11. September 2016. Die tragischen Ereignisse, die man als 9-11 zusammenfasst, sind somit 15 Jahre her. Und die sind nicht nur weltpolitisch, Stichwort War on Terror, sondern auch aus völkerrechtlicher Sicht gewissermaßen ein Dammbruch. Und hier in erster Linie vor allem, wenn es um das Selbstverteidigungsrecht geht. Warum ist das bedeutsam aus Sicht des Selbstverteidigungsrechts? Vor allem deswegen, weil die Anschläge von einer nichtstaatlichen Gruppe, von einer Terrororganisation, Al-Qaida, vorgenommen wurden. Bis zum 11. September hat man das Selbstverteidigungsrecht immer zwischenstaatlich gesehen. Also immer ein Angriff von einem Staat auf einen anderen Staat, der entweder unmittelbar bevorsteht oder bereits stattgefunden hat. Mit 9-11 hat sich eine gänzlich neue Frage gestellt, nämlich was macht man, wenn eine nichtstaatliche Gruppe, eben eine Terrororganisation, einen bewaffneten Angriff bzw. einen Angriff auf einen anderen Staat ausführt? Kann man das als bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 der UN-Charta verstehen oder nicht? Die Reaktion von den Staaten hat ganz klar gezeigt, dass das geht. Also einerseits haben sich die USA darauf berufen, mit ihren Angriffen auf Afghanistan, Großbritannien ebenso. Die NATO hat in einer Stellungnahme das Selbstverteidigungsrecht angeführt. Es war auch das erste Mal und bis heute das letzte Mal, dass die NATO im Sinne von Artikel 5, also ihre sogenannte Beistandsklausel, Artikel 5 des NATO-Vertrages, diesen aufgerufen hat. Soll heißen, ein Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat stellt einen Angriff auf sämtliche NATO-Mitgliedstaaten dar und sie sollen auch gemeinsam in irgendeiner Form hinwirken darauf, diesen Angriff abzuwehren. Die Sicherheitsratspraxis spricht ebenfalls dafür, dass man grundsätzlich das Selbstverteidigungsrecht auslösender Angriff auch von einer nichtstaatlichen Gruppe ausgehen kann. Der Sicherheitsrat hat zwei Resolutionen im Zusammenhang mit 9-11 erlassen, einerseits 1368, andererseits 1373. Resolution 1368 hat direkt auf das Selbstverteidigungsrecht rekurriert, 1373 ebenso. Beide jeweils in der Präambel haben sie das inhärente Selbstverteidigungsrecht noch einmal betont und damit implizit klar zum Ausdruck gebracht, dass das Selbstverteidigungsrecht ausgelöst wurde durch die Anschläge vom 11. September. In diesem Zusammenhang hat sich auch die Frage der Reichweite der Selbstverteidigungshandlung gestellt. Mit anderen Worten, wen kann man angreifen? Afghanistan, die Taliban-Regierung oder nur Al-Qaida? Da hat man die USA die sogenannte Safe Harbor-Doktrin geprägt. Soll heißen, weil die Taliban als faktische Regierung Al-Qaida von ihrem Staatsgebiet, das sie eben kontrolliert haben, aus operieren haben lassen. Deswegen gibt es eine hinreichende Nahebeziehung zwischen den Taliban und Al-Qaida, dass man nicht nur Al-Qaida angreifen konnte, sondern auch die Taliban. Und man hat sie nicht nur angegriffen, sondern man hat auch einen Regimewechsel, einen Regime-Change, einen Sturz ausgeführt in Afghanistan und eine neue Regierung installiert. Soll heißen, die Taliban als faktische Regierung hatten keine entsprechende Nahebeziehung im Sinne von Artikel 8 der Staatenverantwortlichkeit Artikel. Al-Qaida konnte dem Staat Afghanistan nicht zugerechnet werden, wie bereits gesagt, es war ja kein Angriff von einem Staat, aber es war eine hinreichende Nahebeziehung, vielleicht die ein bisschen unterhalb der Schwelle von Artikel 8 der Staatenverantwortlichkeitsartikel gelegen ist, dass man sagen kann, nicht nur gegen Al-Qaida darf man angreifen, sondern auch die Taliban als faktische Regierung, weil sie eben ihr Staatsgebiet zur Verfügung gestellt haben. Restlos geklärt ist die Frage allerdings dennoch nicht. Was einfach daran liegt, dass der Internationale Gerichtshof in seiner Spruchpraxis anderer Meinung war. Und wenn der Internationale Gerichtshof was sagt, dann hat das schon ein ziemliches Gewicht. Einerseits im Mauerbaugutachten aus dem Jahr 2004 und andererseits im Fall Demokratische Republik Kongo gegen Uganda aus dem Jahr 2005. Im Mauerbaugutachten ging es, wie der Name bereits sagt, darum, dass Israel eine Schutzwall errichtet hat zu den Palästinensergebieten, um Selbstmordattentäter davon abzuhalten, auf israelisches Staatsgebiet zu gelangen, um dort ihre Anschläge auszuführen. Und da hat sich auch die Frage gestellt, inwiefern man das völkerrechtlich entsprechend rechtfertigen könnte und die Frage, ob das vielleicht über das Selbstverteidigungsrecht geht. Der IGH hat dann ganz klar festgestellt, dass das Selbstverteidigungsrecht nur gegen Angriffe bzw. nur ein bewaffneter Angriff ausgeführt werden kann von Staaten im Sinne von Artikel 51. Außerdem hat der IGH die Situation von 9-11 unterschieden, indem er festgestellt hat, dass Israel ja ein gewisses Maß an Kontrolle über die Palästinensergebiete innehat und deswegen man die Situation anders beurteilen muss wie nach 9-11. Im Fall Demokratische Republik Kongo gegen Uganda wiederum liest sich eine Passage ebenfalls so, als würde der IGH ganz klar feststellen, dass ein bewaffneter Angriff nur von einem Staat ausgeführt werden kann. Also wiederum, Selbstverteidigungsrecht nur gegen Angriffe von Staaten. Andererseits
wenn man den Fall sich genau ansieht, kann man durchaus argumentieren, dass der EuGH das nicht in aller Deutlichkeit gesagt hat, sondern es ging eher um die prozedurale Frage, ob die Partei sich da entsprechend berufen hat überhaupt auf das Selbstverteidigungsrecht von Seiten eines Staates. Insofern kann man es nicht oder muss man es nicht unbedingt so lesen, als würde der EuGH da in aller Deutlichkeit gesagt haben, dass Selbstverteidigungsrecht nur gegen Angriffe von einem Staat gegen einen anderen Staat zustehen. Die spätere Staatenpraxis unterstützt ebenfalls die Rechtsansicht, dass das Selbstverteidigungsrecht auch gegen Angriffe von nichtstaatlichen Akteuren zusteht. Da ist insbesondere Israel zu nennen, die Staatenpraxis von Israel 2006 im Libanonkrieg gegen die Hisbollah und dann zweimal gegen die Hamas. Einmal Ende 2008 bis Anfang 2009 und dann wieder im Sommer 2014. In allen diesen drei Fällen hat Israel sich auf das Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatliche Akteure berufen. Im Libanon gegen die Hisbollah, die den Süden des Landes kontrolliert, und im Gazastreifen gegen die Hamas, die quasi Regierung dort darstellt, aber ebenfalls nicht als staatlich gilt. Und in allen diesen drei Fällen hat die internationale Staatengemeinschaft über weite Strecken diese Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht akzeptiert. Der einzige Unterschied, warum das differenziert werden muss von 9/11, ist, dass diese beiden Akteure, also einerseits die Hamas, aber auch die Hisbollah, quasi staatlich aufgetreten sind. Man spricht von sogenannten quasi de facto Regimen. Das soll heißen, tritt nach außen hin relativ staatsähnlich auf, verwaltet ein Gebiet, hat auch entsprechende Strukturen aufgebaut, wird aber von der Staatengemeinschaft nicht als Staat anerkannt und vielleicht auch gar nicht entsprechend gebilligt. Deswegen auch kein de facto Regime, weil bei einem de facto Regime gibt es zumindest irgendwo halb diplomatische Kontakte. Bei solchen Gruppen gibt es nicht einmal die, deswegen quasi de facto Regime. Sie treten aber entsprechend staatsähnlich auf und aufgrund dieser Eigenschaft, beziehungsweise wenn ein Gebilde sich so konstituiert hat, dass sie quasi wie ein Staat auftritt, scheint anscheinend das Selbstverteidigungsrecht doch über weite Strecken akzeptiert zu werden, weil einerseits nach innen hin staatliches Auftreten und selbst nach außen hin die entsprechenden Kapazitäten, um einen bewaffneten Angriff auszuführen. Der letzte Fall, der in diesem Zusammenhang kurz erwähnt werden sollte, betrifft den Islamischen Staat, den sogenannten Islamischen Staat in Syrien bzw. auch im Irak, aber hier insbesondere mit Syrien, weil auch hier haben sich Staaten auf das Selbstverteidigungsrecht berufen. Es gab auch kein Einverständnis von der syrischen Regierung. Auch hier hat sich wieder gezeigt, der Islamische Staat ist ein solches quasi de facto Regime, hinreichend staatsähnlich, wird aber natürlich nicht anerkannt und es gibt auch keine knapp unterhalb diplomatischer Beziehungen liegenden Kontakte. Dennoch hat man hier über weite Strecken akzeptiert, dass die Luftangriffe gegen den Islamischen Staat und sonstige Militäroperationen, selbst wenn sie gegen den Willen der syrischen Regierung stattfinden, akzeptiert wurden, weil auch hier wieder ein quasi de facto Regime vorgelegen hat, das hinreichend in der Lage war, einen bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 der UN-Charta auszuführen. Wir fassen also zusammen. Die Angriffe vom 11. September stellen einen bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 der UN-Charta dar. Auch ein nichtstaatlicher Akteur, also eine terroristische Gruppe, kann einen solchen Angriff ausführen. Es wurde von der Staatengemeinschaft hinreichend akzeptiert. Die einzige Frage ist, wie weit das Selbstverteidigungsrecht reicht. Wenn es eine entsprechende Nahebeziehung zwischen dem Staat und der nichtstaatlichen Gruppe gibt, kann in Ausnahmefällen sogar der Staat bzw. eigentlich genau genommen die Regierung angegriffen werden. Und was wir ebenfalls noch da festhalten müssen, die NATO hat hier das erste Mal die sogenannte Beistandsklausel aktiviert. Es war auch bis heute das letzte Mal, dass sie die Beistandsklausel aktiviert hat. Und wir sehen hier in Summe die Staatenpraxis, aber eben auch von internationalen Organisationen, Sicherheitsrat und eben NATO, haben ganz klar gezeigt, dass es sich hier um einen bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 gehandelt hat. Die EuGH-Rechtsprechung, die auf den ersten Blick dagegen spricht, wenn man sie sich etwas genauer ansieht, zeugt nur davon, dass man hinreichend differenziert hat. Also von Fall zu Fall gilt es zu unterscheiden und hier vor allem in Bezug auf Israel einfach eine andere Situation gesehen hat, aber nicht ganz klar ist, dass der EuGH der Ansicht folgt, dass ein bewaffneter Angriff in jedem Fall von einem Staat ausgeführt werden muss.